Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, lange, lange hatte ich leider keine Zeit mehr, hier was aufzunehmen, weil das ja immer so ein bisschen, mal ist es eine lange Folge, mal eine kurze, und dann wollte ich schon gerne was länger Zeit haben. Heute habe ich auch nicht so lange Zeit, muss ich dazu sagen, aber zumindest so 1,5 Stunden. Das sollte reichen, um noch ein bisschen was aufzunehmen. Und wir wollten heute mit Arizona weitermachen. Für diejenigen unter euch, die selber auch spielen, hätte ich mal eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt hier alle Expeditionen beendet. Hier steht allerdings drin, 0 von 3 Aufträgen habe ich erledigt. Ich denke mal, das sind die, die man nur sieht, wenn man im Feld drin ist. Und ich habe nur eine von 2 Aufgaben gemacht. Da habe ich wirklich absolut null Plan, was das jetzt bedeutet. Weil wenn ich reingehe, dann ist ja hier alles abgehakt. Also das sind ja die Expeditionen, die wir gemacht haben. Und da kann man jetzt auch nichts, ja, Zusätzliches im Endeffekt mehr sehen. Moment, wenn ich jetzt hier auf Karte gehe, kann ich mir das Ganze nochmal ansehen. Ah, Moment, ich glaube, ich weiß so langsam, was gemeint ist. Goldabbau. Eine Reise zu einem stillgelegten Bergwerk ist eine Gelegenheit, einen Blick in die Geschichte der Region zu werfen. In der Dunkelheit der alten Stollen sind Antworten auf viele Fragen versteckt. Was, muss man durch die Stollen fahren oder wie? Welche Reichtümer hat diese Gegend den Bergleuten der Vergangenheit wohl gebracht? Okay, Tab-Details. Keine Anforderungen für die Quest, aber man bekommt 3.400. Oh mein Gott, das Geld lacht. Ich glaube, das müssen wir machen. Ich weiß aber absolut gar nicht, wie ich das jetzt hier annehmen kann. Also wir haben jetzt hier zwei Hauptquartiere, diesen was heißt Hauptquartiere, diesen Außenposten und einmal, ja, das sogenannte Feldlager. Und ich denke, dass wir hier einmal drüber fahren müssen und dann nach da unten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie ich das bewerkstelligen soll. Also ich werde mal schauen, ob ich das mit euch hinkriege. Hier ist der Aufstieg. Ich weiß nicht, da kann man aber nicht starten. Keine Ahnung, warum jetzt hier Aufstieg steht. Feldlager. Wenn ich da draufklicke, kann ich auch nicht starten. Ich bin mir nicht sicher, weil ich hier nichts annehmen kann, ob ich überhaupt in die Karte noch mal reinkomme. Ah, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Ich bin nämlich wieder zurückgegangen und wo ich jetzt nicht drauf geachtet hatte, ich dachte, das wäre eine Überschrift. Hier oben steht einmal freie Fahrt. Da machen wir mal einen Doppelklick. Hier bereiten Sie Ihre Fahrzeuge und so weiter, Expeditionssammlung vor. Trucks, Teamzusammensetzung. Ah, ja, okay, das ist wahrscheinlich. Nee, Teamzusammensetzung. Können wir das eigentlich schon machen? Dies ist eine Liste. Mit Spezialisten können wir noch nicht, weil wir da noch nichts freigeschaltet haben. Ich glaube nämlich auch, dass das erst auf der nächsten Karte kommt. Ich bin mir aber nicht sicher. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was wir für einen Truck nehmen sollen für die Gegend. Also den glaube ich jetzt eher nicht. Der hat B-, B-, A+. Der ist noch schlechter als der andere. Der ist gut, aber ich weiß nicht, ob man mit dem durch eine Mine durchfahren kann. Das ist halt das Problem. Ich bin mir nicht sicher, weil normalerweise sind Minen ja klein, ne? Aber da stand drin, dass es keine besondere Herausforderung gibt. Wir werden es einfach mal versuchen. Da ich keine Ahnung habe, was uns da drin erwartet, würde ich sagen, nehmen wir einmal einen Zusatzkraftstoff mit. Ersatzteile, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Stellschraube in der Mine. Keine Ahnung. Aber den Bodenanker, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich habe absolut null Plan, worauf wir achten müssen. Wir gehen einfach mal rein. Wir starten dann allerdings hier unten im Hauptquartier. Wir dürfen nicht im Hauptquartier starten. Doch, Feldlager, genau.
So, und natürlich starten wir jetzt direkt schon mal, wenn es dunkel ist. Direkt als, ja, Eingewöhnung für die Mine sozusagen. So, 7 Uhr morgens. Man sieht es übrigens jetzt sehr schön. Ich glaube, beim letzten Mal vor dem Update konnte man es nicht sehen. Jetzt steht hier unten die Zeit drin, auf die man springt. Das finde ich richtig, richtig gut. So, mal eben schauen. Wir müssten irgendwo hier oben eigentlich sein, aber das Auto wird gar nicht angezeigt. Jetzt sagt, oh, er hat es jetzt tatsächlich nicht ins Falsche reingestellt. Ne? Ich habe extra das hier angewählt. Nee, ich will nicht bergen, ich wollte dahin. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal eine Route. So grob nach hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Machen wir das mal so grob nach hier. Da, dahin. Zack, dahin. Dann müssen wir hier rüber irgendwie hier runterkommen. Ich hoffe, dass wir hier relativ gut in der Mitte drüber kommen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Gebiet da ist. Und da müssen wir dann hin. So. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen, aber wir versuchen es trotzdem. Handeln? Können wir handeln? Müssen wir handeln? Wir haben 50 von 200. Nee. Das ist nur der Zusatz, Dings, ne? Okay. Ich habe jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gefahren, muss ich dazu sagen. Also bitte. Ach so, Moment. Genau, Space war die Handbremse. Gut, dass das in jedem Spiel so ist. Sonst hätte ich es garantiert vergessen. Ich habe mir solche Sachen nämlich jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Beziehungsweise ich habe mir die irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht genau wo. Wir fahren irgendwie nach da hinten. Aber ernsthaft? Komme ich da hoch? Über die Straße und dann müsste ich eigentlich da hoch, aber wie komme ich dann da den Berg hoch? Oder ist das hier ein. Nein, nein. Man sollte nicht immer in eine Richtung gucken. Man sollte dahin gucken, wo man hinfährt. Ich glaube, da hinten muss ich hoch. Ne, jetzt will ich hier hoch. Das ist ja toll. Da hätte ich auch rechts rumfahren können. Ja, danke. Okay. Also, ihr könnt mich jetzt für bescheuert erklären, weil ich sehr, sehr lange nicht mehr gefahren bin und garantiert auch nicht mehr weiß, dass es nur Kraftstoff, okay. Ich meine, den werden wir auch noch brauchen, davon mal abgesehen. Und ich gar nicht mehr weiß, was ich wie alles machen muss hier. Aber ich gelobe Besserung. Erstmal schauen, dass wir hier hochkommen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen. Wie war das nochmal? Moment, nee. E war Allrad. Genau. Okay, gut. Dann muss ich hier rechts rum. Die Frage ist nur, komme ich da auch so rum, wie ich rumkommen möchte? Das wird jetzt noch lustig werden. Oh. Oder auch nicht. Oje, oje, oje. Ich komme da gar nicht richtig hoch. Da geht's schon los. Moment. Da könnte ich eventuell. Wie sieht es denn auf der Karte aus? An der Seite entlang fahren. Die Frage ist, schaffe ich das? Hier sieht das nämlich auch nicht gut aus. Oder wäre es eventuell wirklich besser, wenn ich mich da hochhangeln würde? Hier's mal.
Nein, 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 nein. Tu mir das nicht an. Ich habe keine. Nein, nein. Oh, tu mir das jetzt nicht an. Oh, komm schon. Sieht aber nicht so gut aus, da hinten durchzufahren. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir da besser... Wie komme ich jetzt wieder gedreht hier hoch? Das ist das Problem. Ich denke, dass ich dafür auf jeden Fall diesen Bodenanker brauchen werde, falls... Oder ich fahre einfach so da hoch. Nein! Fahr! Oh, ihr wollt mich jetzt veräppeln. Das sah aber auf der Karte nicht so aus. Okay. Hätte ich da auch andersrum fahren können? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin hier gerade am Schwitzen. Gut. Wir probieren mal. Mit voller Verzweiflung hier rüber zu fahren. Nein, 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 nein. Fahr dahin, wo ich hin will. Ja, weiter, weiter, weiter. Ja. Braves Mädchen. So, das ist jetzt hier schon das, wo ich nach links muss, ne? Wenn ich da runterfahre, genau. Okay, wobei da... Nein! Ich habe vergessen, die Handbremse anzuziehen. Wobei es besser wäre, wenn ich da irgendwie... Nein, 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 nein. Haben wir hier eine Winde? Moment. Nee. Winde? Nein! Der zeigt mir doch an, dass das geht! Wieso geht das nicht? Oh shit, oh shit. Ich hänge hier gerade ein bisschen blöd. Moment, da hinten haben wir aber auch noch einen. So, der ist ganz außer Bereich. Oh Gott. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Oder auch nicht. Also wir haben schon ein Problem. Wir müssen hier irgendwie versuchen runterzukommen. Aber nicht das, was ich jetzt gedacht habe. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, gut. Sehr schön. Also schön ist anders, aber schön gibt es gar nichts an dem Spiel hier. Also im Sinne von, es macht Spaß, aber man kann hier nicht schön fahren in dem Sinne. Das weiß ich natürlich nicht, wo ich da eigentlich hin muss. Aber ich denke, ich muss hier oben drauf bleiben. Ja, 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 ja. Also mich wird jetzt... Ah, hier ist der Eingang, hier ist der Eingang, hier ist der Eingang. Fahr, 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 fahr. Nein, nein, fahr, fahr. Hier sollte der Eingang sein. Wollt ihr mich veräppeln? Goldabbau. Fahre zur Mine. Verfolgung. Okay, aber ich sollte zur Mine fahren. Also ich brauche gar nicht in die Mine reinfahren, sondern ich muss dann komplett über die Karte wieder wegfahren. Eine Reise zu einem stillgelegten Bergwerk ist eine Gelegenheit, einen Blick in die Geschichte der Religion zu werfen. In der Dunkelheit der alten Stollen sind Antworten... Achso, das war das Gleiche. Finde Spuren vom Goldabbau. Ja. Da oben. Wollt ihr mich komplett verarschen? Warum soll ich hier unten zur Mine fahren, wenn ich da doch woanders hin muss?
Ja, habt sie doch nicht alle. Oh Gott, okay, Moment. Dann fahren wir hier erstmal wieder. Ja, das ging doch hier so wunderbar. Kann man denn hier wieder hoch? Da hinten außen rum müsste man theoretisch können. Also so grob, hier müssten wir rum. Oh Gott, und das sieht so aus, als ob wir da noch richtig Schwierigkeiten mitkriegen werden. Ich bin jetzt schon total begeistert. So, Moment, das ist... Boah, da müssen wir ja komplett... Wie sollen wir das denn machen? Da kämen wir noch rum. Müssten wir aber hier links irgendwo hin. Ob das jetzt die beste Strecke ist, ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich würde sagen, so grob so. Ich habe null Plan, wie wir dann hier hochkommen. Da müssen wir dann da nochmal gucken. Und dann irgendwie so. Denke ich. Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal. Wie kann ich denn jetzt hier am besten drehen? Das Wasser, glaube ich, ist nicht so eine gute Idee. Okay. Können wir eigentlich nicht Trick 17 machen, aber dann wären wir am Feldlager, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf. Moment. Hat ja schon was von Cheaten, aber... Östlicher Außenposten. Gratisbergung. Ja, schön. Das ist cool. Dann nehmen wir auch direkt mal... Hat er das... Nee, hat er nicht angenommen, weil muss ich ja nochmal extra drücken. Okay. Nehmen wir direkt das auch nochmal. Die Frage ist jetzt natürlich... letzte Route löschen. Ich würde gerne die erste Route löschen. Oh, ich wollte aber nicht drehen. Ich wollte eigentlich... Ah, wie ich das hasse. Muss ich jetzt wirklich von da aus anfangen? Warum kann man nicht einfach sagen, ich will den und den Punkt löschen? Warum muss ich tatsächlich die ganze Route dann nochmal löschen? Nur damit ich dann die letzten Punkte nochmal wieder reinmachen muss. Gut. Wie kommen wir von hier aus am besten dahin? Ich würde sagen, so grob so. Von hier aus so. Und ich denke, ich hoffe, ich habe keine Ahnung, ob der Weg der bessere ist. So grob gesagt. So. Oh mein Gott. Okay. Es geht weiter. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis diese Folge zu Ende ist. Ihr werdet meine volle Verzweiflung spüren. Das ist nicht besser, wenn ich da links rumfahre. Allrad habe ich noch an, ne? Aber ich denke... Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so viel Benzin zieht. Und ich denke schon, dass wir hier Allrad auf jeden Fall noch brauchen. Ich nehme das jetzt dahin. Weil ich irgendwie da hochfahren wollte. Wo bin ich denn hier gerade? Wenn ich aber eh da rumfahre, könnte ich... Wieso geht der immer nach da zurück? Könnte ich doch eigentlich auch direkt hier vorne hinfahren, oder? Nein. Oh. Nimmt der erst das Gas nicht an und dann gibt er direkt Vollgas? Das ist manchmal ein wenig lästig. Okay.
ist die Stelle, wo ich schon nicht so hundertprozentig wusste, ob ich da hochkomme. Nein, nein, nein! Hat jetzt niemand gesehen? Ich hab's schon geahnt, so wie der gefahren ist, aber ja. Wind ist nicht verwendbar. Das ist doch toll. Das ist immer wieder gut. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nichts zum Aufstellen dabei habe. Achso, das ist das. Moment. Inventar. Achso, mit I, genau. Verwenden. Kann ich die verwenden und bringt die mir was? Das ist jetzt die große Frage. Also hinstellen kann ich sie. Das ist nicht das Problem. Das. Aber ich kann die Winde aber nicht verwenden mit dem Ding. Ja, toll. Ich dachte eigentlich. Aber es ist natürlich Blödsinn. Okay, ich denke mal, ich muss nochmal von vorne anfangen und mir nochmal eben was mit einpacken. Also ich habe festgestellt, ich kann definitiv... Oder kann ich das hier? Wie Winde verbunden. Hä? Was ist das denn? Ich wollte die nicht automatisch verbinden. Aber hier kann ich, glaube ich, nur ein Lager ausstellen. Das hatte ich nicht gemacht oder wie war das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht das nicht so einfach, dass ich mir jetzt noch was hole, damit ich mich wieder aufstellen kann. Das heißt, wenn ich Probleme habe, dass ich umkippe, muss ich jedes Mal wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich Mist. Und wird die Folge wahrscheinlich noch etwas länger machen, als sie ohnehin schon ist. Aber gut, wir probieren es einfach nochmal. Wie gesagt, ich habe so gar keine Übungen mehr momentan. Und ich sollte mir, glaube ich, jedes Mal so eine Seitenstellschraube, oder wie das heißt, zum Aufrichten mitnehmen. Ich wusste jetzt auch nicht, dass wir jetzt nach hier fahren. Ich dachte ja einfach nur, dass wir durch eine Mine durchfahren. Aber nein, das Spiel wollte es anders. Nun gut. Wir nehmen diese Herausforderung an. Und wenn wir noch 20 Mal wieder nach hier fahren müssen, wir nehmen sie an. Oh, jetzt bin ich aber ganz blöd hier runtergefahren. Oh nee, jetzt sag mir nicht. Oh, komm. Nein. Wie blöd ist das denn bitte, wenn man jetzt den Baum direkt hier vorne stehen hat? Ich komme hier aber trotzdem nicht mehr. Kann ich noch so sehr vor- und zurückfahren? Moment, wir probieren es anders. Moment, Winde ziehen mit F. Zack, okay. R war lösen. So. Du Abhang, den ich nicht mag. Wir machen das jetzt anders. Ich setze einen... Oh, kann ich gar nicht hier hinsetzen, Mist. Mal gucken, ob ich das so kann. Kann ich nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nein. Es ist
ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich jetzt hier tatsächlich nicht... Nein, 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 nicht nochmal. Wobei, da hinten kommen wir dann nicht hoch, denke ich mal. Achso, Moment. Von der Seite werden wir da definitiv nicht hochkommen. Ich weiß nicht, ob wir eventuell von links besser da rumkommen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich probiere es jetzt nochmal von ein bisschen weiter rechts. Winde verbunden. Ach so! Ah! Moment! Handbremse. Moment, Winde lösen. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt noch hier stehen würde. Ich habe es besser gesagt nicht gesehen. Das ist natürlich cool. Können wir weitermachen. Vorausgesetzt, wir kommen hier nochmal runter. Also ich habe mir den Weg rechts eigentlich ausgemalt. Aber ob der so gut ist, ich bin mir nicht sicher. Weil wir da jetzt auch wieder die Kakteen haben. Okay, nein, wir machen es anders. Oh, nein, 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 nein! Das ist nicht dein Ernst jetzt! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ja, genau, fall noch mal ein bisschen weiter runter. Genau, ich habe voll die Orientierung gerade verloren. Und da vorne ist mein Ziel. Komm, spring doch einfach darüber. Wir sind doch schon fast da. Warum habe ich mir nur nicht das Ding mitgenommen zum Aufrechtstellen? Ich weiß es nicht. Hätte ich denn da hinten besser rumfahren können? Ich meine, da unten, das sieht ja ganz gut aus. Die Frage ist nur da hinten... Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre vielleicht mal eine Idee wert, ob wir hinten rumfahren. Also hier, das muss auch gehen. Muss ich jetzt dazu sagen. Das ist jetzt nur, der hat sich jetzt natürlich ein bisschen blöd überschlagen. Aber ich denke mal, dass eventuell tatsächlich die linke Seite ein bisschen besser wäre. Ja, dann lassen wir uns halt nochmal bergen. Aller guten Dinge sind drei, beziehungsweise in dem Fall jetzt zwei. Ich hoffe, es wird jetzt nicht nur ein drittes Mal dazukommen. Achso, wir können aber noch mal kurz Benzin wieder auffüllen, nur für alle Fälle. Und fangen damit dem Desaster noch ein neues Mal an. Das heißt eigentlich doch, aller guten Dinge sind drei. Ich fahre jetzt zum dritten Mal hier hoch. Das schon. Jetzt ist es nicht schon wieder dunkel, oder? Beziehungsweise jetzt wird es hier gerade nicht schon wieder dunkel. Also, ich habe zwei Sachen, wo ich aufpassen muss. Zum einen, aber das war jetzt noch nicht hier, oder? Da konnte ich jetzt noch nicht... nee, das war dieser Abhang, wo ich dann eventuell lieber links rumfahren würde. Ich weiß aber nicht, ob es besser ist. Ach so. Toll, jetzt hat das alles gelöscht. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Wir müssten es mal tatsächlich ausprobieren. Wenn wir hier hochkommen, dann müsste normalerweise dieser Abstieg ganz okay sein im Vergleich. Aber ne, man weiß es nicht. Ich meine, wir sind hier bei Expeditions. Ja, was soll man dazu sagen? Achso, ich habe die Handbremse. Ich werde das noch schaffen. Das sage ich euch. Und wenn ich noch 10-mal hier neu starten muss. Ich lerne mit jedem Versuch, wo ich scheitere. Das ist wie im wahren Leben. Komm, komm, komm. Fahr. So, Moment. Jetzt haben wir hier wieder das Problem. Stopp, stopp, stopp. Ich
weiß nicht, ob ich die Kante hier rüberkomme, aber das sollte normalerweise weniger zu Problem sein. So, jetzt haben wir nämlich hier das Problem, dass hier ein Ast ist. Und wir wissen ja, Äste in Expedition sind böse. Das ist jetzt eine völlig neue Route. Das heißt, da muss ich mich jetzt erstmal wieder drauf einstellen. Ich mache schon mal Licht an, weil es gerade immer dunkler wird und ich jetzt ehrlich gesagt die Zeit gerade nicht überspringen möchte. Ja, der Weg links zeigt mir an, das hatten wir ja schon mal, dass der, naja, ungefährlich sein soll angeblich. So relativ, ne, bei Expeditions. Von wegen ungefährlich. Die Frage ist jetzt, kann ich da direkt durch eventuell? Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh mein Gott, beendet Goldabbau. Ja, sogar meine Stimme ist schon weg. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt ist klar, dass hier seit vielen Jahrhunderten Gold abgebaut wird. Dein Beitrag ist so wertvoll wie Gold. Du hast uns geholfen, einen Teil unserer Geschichte zu entdecken. Ach, geil. Einfach nur geil. Ja, dann müsste ich theoretisch jetzt wieder zurück ins Hauptquartier, ne? Hauptquartier zum Hauptquartier. Erlittener Schaden. Naja, gut, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. So, dann haben wir einen von drei Aufträgen. Ja, wunderbar. Dann haben wir das dann doch noch herausgefunden. Und es ging sogar noch von der Aufnahmezeit her. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich es ein bisschen schneiden, aber eigentlich kann ich es, glaube ich, so lassen, wie es ist. Bis auf die Ladesequenzen, die schneide ich ja grundsätzlich immer raus. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was wir hier noch für... Mal eben auf der Karte gucken. Was wir hier noch für Sachen haben, die wir machen können. Archäologen, Dinosaurier. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an für die nächste Folge. Dann würde ich nämlich wirklich sagen, dass wir hier erst noch die zwei Aufträge in den nächsten Folgen machen werden. Ich weiß nicht genau, was das für eine Aufgabe ist, aber die dann auch noch machen. Und dass wir uns dann erst nach Arizona begeben, beziehungsweise wir haben uns ja, glaube ich, schon nach Arizona begeben. Wir haben hier schon eine freie Fahrt, Rechte von Hausbesetzern. Nee, hier Eroberung des Grenzlandes, genau. Wir haben tatsächlich schon eine gemacht, entschuldigt. Ich wollte es eigentlich alles so schön nach der Reihenfolge machen. Aber wir gucken dann erstmal, dass wir diese Karte noch komplett abschließen, weil das hatte ich vorher auch gar nicht gesehen. Und ja, dass wir dann danach nach Arizona wieder rübergehen. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.